Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Cry of Fear. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt bei unserem letzten Ding, also Halloween, habe ich nochmal nachgeguckt. Durchs Fenster bin ich immer noch nicht reingekommen, ich weiß nicht wieso, ich habe mir meine Folge angeguckt. Und dahinter hätte uns nicht mehr Spannendes erwartet. Das heißt, wir haben nichts verpasst. Ja. Wir waren hier bei Collab. Ist das, glaube ich, stehen geblieben. Und wir sind von dieser Tür hier gekommen, waren im Wald. Sind jetzt in Chapter 2. Sind durch diese Tür reingekommen. The fuck? Oh, kann man tatsächlich. Wie sieht das aus? Das ist wahrscheinlich das Normale, ne? Achso, nee, stimmt gar nicht. Das ist Emmett Bart, das ist das da. Das ist das da und der Rest ist locked. Ich nehme das da. Das hat eine helle Farbe. Kommt aber irgendwie so ungewohnt vor. Hier waren wir schon drin und haben das uns kurz angeguckt und hier waren wir auch schon drin. Das wäre irgendwie gruseliger als das da. Aber da das so komisch ist, gehe ich erstmal hier durch. Besser liegt, falls wir irgendwas brauchen. Nightstick ist besser. Jetzt haben wir endlich mal wieder extrem lange Zeit. Hier lag mir viel zu viel rum. Muss ich zugeben. Irgendwas, wo wir hier drin waren. Das war das zuerst gemacht haben. Sieht man dadurch? Okay, wirklich gar nichts. Weil das wäre praktischer zum Nachladen, aber da ich wirklich gar nichts sieht. How do you feel? Ja, habe ich schon mal gesagt, rote Wandfarbe ist nicht so geil. Mörder stand da. Jetzt weißt du, wer du bist, Mörder oder so. Haha. Wir haben 3 Spritzen. Ich leg das mal auf die 2. Kann man das so machen? Nee, gut. Das wollte ich eh nicht machen. Achso, ja, ich muss das. Auf die 2. Irgendwie hört es sich das gruseliger an, als es ist.
Giving it to you. Ich hab's dir gegeben. Et. Na egal. Hier kamen die Viecher rausgescheißert. Ich hab gedacht, das wäre ein Tonband. Ich hab mich schon voll gefreut. Das Licht ist aber auch ziemlich sinnvoll. Das natürlich. Jeder kommt jetzt zum Monster, weißt du? Sein Gesicht. Hier liegt viel zu wenig Muni. Das ist tatsächlich ein Revolver. Ich glaube, Revolver bringt mehr als so eine Kack-Glock. Das ist meine Vermutung. Das war die falsche Tat. Fünf, Alter. Da drin haben wir noch 5 Schuss. Wie viel haben wir, wenn wir die Glock weglegen? 20. Die hatten wir aber noch nicht. Kann man gar nicht. Achso, doch, kann man schon. Wenn ich das hier auf die 3 legen würde. Ne, kann ich tatsächlich nicht. Schwierige Entscheidung. Weil, ganz einfach aus dem Grund. Den Revolver hatten wir noch nie. Nur wir können das hier eh nicht kombinieren. Nach diesem Typ ist Schluss. Was halte ich von diesem Szenario? Kann ich auch noch mal ganz kurz sagen. Wir haben jetzt 3 Szenarien gespielt. Mir hat das 2. am besten gefallen. Also Halloween-Dings. Momentan zumindest. Und mir hat Memories am wenigsten gefallen. Ganz einfach, kurze Erklärung zu Memories habe ich schon gesagt. Es sah ganz cool aus, war auch ganz cool aufgebaut. Und die Monster waren viel zu übertrieben. Halloween Cap Collaboration war ziemlich angsteinflößend. Es war tatsächlich ein bisschen zu einfach. Es hätte tatsächlich ein bisschen schwerer sein können. Wahrscheinlich und auch ein bisschen länger. Das wäre schon cool gewesen. Was halte ich von Community Collab? Ist es ganz cool gehalten? Endkampf ist auch mal witzig, so viel Muni zu erhalten. Also, ein Revolver hätte ich auch mal gern gespielt. Aber, was hat mich an. Ich hätte den Kampf wahrscheinlich auch noch probiert. Aber, was hat mich am meisten aufgeregt an diesem Level? Ganz einfach. Wir hätten das jetzt nochmal machen müssen. Wir genau vor diesem Raum, ein Speicherried, hätte ich nichts dagegen gehabt und ich hätte es jetzt noch bis zum Ende der Folge oder weiß nicht, bis ich den Gegner geschafft hätte,
hätte ich das jetzt noch gemacht. Nur ich mache das nicht ganz einfach. Das ist kein Speicherrät. Ich muss jetzt alles nochmal neu machen. Und darauf habe ich keine Lust. Klar würde es nur 2 Minuten dauern. Nur den dann Kampf, dann hätte ich wahrscheinlich wieder verkackt. Wieder 2 Minuten dahin laufen, das wäre auf Dauer nervig geworden. Und deshalb höre ich da jetzt schon auf. Also mein Fazit momentan. Stairway, wir haben hier noch ganz coole Titel, die klingen zumindest interessant. The Hole, Hotel Terror, Demo haben wir ja auch 2-mal. Und Hör klingt ehrlich gesagt auch interessant. Lockdown. Okay, ich muss dringend auf Toilette, aber gut, ich bin jetzt noch. I loved her. We were in love. Yes, the bond between us can't be broken by anything. But I see it in her eyes. A fear. Jonathan Jones. Das war ohne Mist. Ein Anfang, der eine halbe Minute gedauert hat. Das ist für nur ein Szenario ein echt verdammt guter Anfang. So eine Geschichte mit ich liebe sie, niemand kann den Bann zwischen uns brechen. Aber ich sah das Ding in ihren Augen. Diese Angst. Weiter konnte ich nicht lesen. Schade, dass es niemand vorgelesen hat. Aber verdammt cooler Anfang und eine Kameraschwenkung. Fängt schon cool an. Ja, draußen pisst wie sonst was. Mein Dad ist Raucher, hab ich schon erzählt. Wir haben einen Rucksack, warum auch immer. Wer zur Hölle trägt bitte einen Rucksack in einem Haus? Ich glaube, das ist eine Fake-Tür. Ist ja ganz witzig. Hölle schlägt man mit Rechtsklick. Wir hatten das Spiel programmiert, ohne Spaß. Ich wollte eigentlich nur die Lampe mitnehmen. Aber kann man anscheinend. Fängt schon mal verwirrend an. Na egal. Das einzige Licht, was ich hier sehe, ist das da, aber das kann ich mit. Oh. Man schlägt immer noch mit rechts. Das finde ich immer noch das verwirrendste am ganzen Ding. Das ja mal kurz, ne? Schöne Küche, muss man sagen. Zigaretten schon wieder. Stop.
Wollen wir den Schlagstock, geht das viel schneller. Ich will auch Garry's Mod spielen, aber nein, ich muss aufnehmen. Okay. Ich geh mal zurück. Ich wollte gerade sagen. Ich habe zwei, glaube ich, gehört. Schnauze, Schnauze. Moment. Na gut. They're waiting for you. Dearly, upstairs. With love, her. Zug so oder wie auch immer. Moment. Das war eine Fake-Tür. Ne, war gar keine. Doch, das war eine Fake. Nein, das war keine Fake-Tür, ne? Aber ich werde die Fake-Tür da oben gehen jetzt. Oder irgendwas ist anders hoch. Draußen ist das nicht schön. Jetzt hätte ich gerne ein Speichergerät, um erstens nicht nochmal von neu anfangen zu müssen. Und zweitens einfaches Prinzip und drittens, damit ich die Folge beenden kann. Ich weiß schon. Ich glaube, das hier wird mein Lieblings-Szenario. Boah, fängt das geil an, das Szenario. Boah, liebe ich jetzt schon. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.